Hallo Leute, herzlich willkommen zur zweiten Runde Binding of Isaac Wrath of the Lamb. Ja, das letzte Mal haben wir Magdalene freigeschaltet, sind dann aber leider ganz am Anfang vom letzten Level, also von dem Level, in dem die Mutter ist, The Depths 2, sind dann leider gestorben. Ich würde sagen, wir behalten erstmal Isaac und nehmen dann das nächste Mal im dritten Run die Magdalene. Und ich habe mich jetzt übrigens entschieden, noch bevor die erste Folge online ist, das ist glaube ich Boom. Genau, Boom. Das gibt uns 10 Bomben. Und so einen schönen Zünder bei uns im Kopf. Ja, ich habe mich jetzt entschieden gehabt, die Folgen ungefähr ein bisschen länger als 15 Minuten zu machen, aber trotzdem täglich eine zu bringen. Also hin und wieder wird es nicht klappen, wenn ein Run irgendwie, ich sag jetzt mal, genau 30 Minuten ist, dann werden es halt doch 15 Minuten Folgen. Aber im Prinzip werde ich versuchen, das in so 5, ja, ich sag mal 20 Minuten, 15, 20 Minuten Folgen immer so irgendwas dazwischen zu schneiden. Die erste Folge war dann halt ein bisschen länger mit 30 oder 35 sogar. Ja. Ansonsten springende Spinnen. Große springende Spinnen. Gut. Aber sonst noch nichts Besonderes. Geld opfern oder Geld ausgeben, beides nicht. Ich würde sagen, ab zum Boss. Obwohl, warte mal, wir haben so viele Bomben. Da gucken wir doch mal, wo der Geheimraum ist. Okay. Es gibt hier doch einige Möglichkeiten. Jetzt noch zwei. Und ich glaube, er ist hier oben. Okay, ich habe schon drei andere Sachen geglaubt. Aber er ist hier oben. Oh, wir haben ein Space-Item. Und dieses Space-Item ist We Need to Go Deeper. Und das macht genau das, was es quasi auch sagt. Aber wir haben immer noch 9 Bomben. Ich will jetzt den super Geheimraum finden. Ganz ehrlich, jetzt will ich den super Geheimraum finden. Da nicht. Da nicht. Links und rechts habe ich auch probiert. Das Doof beim Supergeheimraum ist, der könnte rein theoretisch sogar noch hier dran irgendwo an einer von den Seiten sein. Dann lassen wir das jetzt mal. Leider. We need to go deeper. Damit kann ich zum Beispiel Bosskämpfe und sowas überspringen, indem ich einfach mich ins nächste Stockwerk teleportiere. Pin. Ja, Pin ist ein Noob-Gegner. Pin kann quasi gar nichts, könnte man so sagen. Der zielt immer dahin, wo man gerade steht. Und dann bewegt er sich dahin. Sonst hat er noch eine Form, in der er sich so einmal aus dem Boden rausragt und dann versucht mich mit Explosivkugeln abzuschießen. Oder sind das überhaupt Explosivkugeln? Also irgendwie versucht er mich abzuschießen. Genau, diese Form. Ja, genau, Explosivkugeln. Aber auch das ist eigentlich nicht schwer. Aber gut, wir sind auch noch am ersten Stockwerk. Beim letzten Mal waren die Gegner auch nicht schwer. Und am Ende sind wir doch gestorben. Und das sogar bei so einem Noob-Gegner, bei so einem Standard-Gegner, der sonst nichts kann. Naja, passiert mal. Es gibt übrigens zwei oder drei, ich glaube eher zwei Items, mit denen man das Spiel quasi instant gewonnen hat. Einfach weil man... Oh, the box. Da kriegt man von allem eins. Eine Bombe. Ein Trinket. Isaac's Fork. Weiß ich jetzt nicht, was sie macht. Ich glaube auch, dass man irgendwelches Zeug mehr findet. Ein Schlüssel, ein blaues Herz, eine Münze, eine Karte. Justice gibt uns auch von jedem eins. Lustig. Und eine Pille. Ja, genau. Also We Need to Go Deeper ist jetzt, ich zeig's euch mal jetzt hier. Ich müsste ja jetzt eh durch diese Falltür hier durch. Aber sagen wir, ich hätte den Boss noch nicht bekämpft und hätte aber keine Lust auf den Bosskampf. Mache ich mal den da. Gehe ich jetzt ins nächste Stockwerk. Kann es halt sein, dass man dann vollkommen unterpowered ist. Also ich hab wieder Angst, in der Kiste zu liegen. Kann es sein, dass man vollkommen unterpowered ist, weil man irgendwelche Items übersieht quasi, also weil man die nicht kriegt, was geht? Ah, Tier ist down, schade. Die Pille war jetzt unnötig zu benutzen.
Genau, es gibt zwei Items, mit denen man das Spiel quasi instant gewonnen hat, weil man da Bomben schießt, beziehungsweise Explosivkugeln hat. Das heißt einmal Dr. Fetus Revenge. Da ist man so ein Dr. Fetus, also den ihr vielleicht aus Binding of Isaac kennt. Genau, aus Binding of Isaac, aus Super Meat Boy kennt. Den gibt's aber auch in Binding of Isaac. Schon wieder eine Forever Alone Attack Fly. Ne, für das letzte Mal hatten wir Distant Admiration. Auch eine Attack Fly, aber eine, die nur um einen rumfliegt. Die hier greift richtig an. Genau, also einmal Dr. Fetus und einmal so einfach so Explosivschüsse. Aber die sind alle richtig overpowered. Das ist richtig krass. Da kann man quasi gar nicht mehr verlieren. Gut, suchen wir den Boss. Gucken wir mal im Kampfraum. Das ist Teleport. Und Teleport brauchen wir eigentlich nicht. Teleport ist genau wie eine Telepill. Mit 10% Chance einen im Errorraum rauszubringen. Aber ist jetzt die Frage, wie hoch. Also ich meine, da müsste ich es echt versuchen. Und es ist gefährlich. Was macht denn die Pille? Lockdown. Also jetzt haben wir noch schlechteres Glück, also wir finden noch schlechtere Items. Nichts, was man jetzt unbedingt bräuchte als Item. Achso, und wenn viele Gegner im Raum sind, kann es hier nur wieder so ein ganz bisschen langsamer laufen, das Spiel. Das liegt dann aber am Spiel in der Tat und nicht am PC. Einfach dadurch, dass es schlecht programmiert ist, ähnlich wie Minecraft da hin und wieder auch rumlaggt. Das ist ja auch wegen der Java-Engine. Hier ist es halt, glaube ich, Flash. Ich glaube, wir gehen doch mal im Shop vorbei. 19 Münzen. Das lohnt sich. Gucken wir mal, was es da so gibt. Hoffentlich irgendwas, womit wir was anfangen können. Diese Portable Slot kennt er ja schon. Einen Schlüssel hole ich mir. Ein blaues Herz hole ich mir. Und die Karte hole ich mir. Die ist Death. Die macht übelst Schaden dann an alle Gegner im Raum. Wenn ich sie benutze. Also benutze ich die höchstwahrscheinlich beim Bosskampf gleich. Das ist jetzt die Frage. Silber oder Gold? Oder beide? Ich würde sagen beide. Nur Geld. Verarschen. Ich habe dafür einen Schlüssel und eine Bombe verbraucht und ich krieg nur irgendwie 4 Münzen oder so. Und bei dir auch. Aber da habe ich wenigstens noch einen Schlüssel zurückbekommen. Ja, das waren so eine bisschen größere Fliege, die blinkt rot und wenn die platzt, schießt sie in alle Richtungen. Die gleichen gibt es in grün, die haben dann einen Explosivschuss in irgendeine Richtung oder vielleicht sogar zu einem, weiß ich nicht, treffen haben, tun sie selten. Genau, die gibt es in grün auch noch. Isaac vs. Monstro, den kennt er ja schon. Überspringe ich mal hier den Bildschirm. Bam. Na Monstro, wie geht's dir jetzt? Lol, das hat mir fast gar nichts abgezogen. Boah, scheiße, ich dachte, das macht mehr Schaden. Also der Stampfer von der Mutter das letzte Mal war stärker. Und zwar ein ganzes Stück stärker. Naja, egal, auch den haben wir gleich. Und das hoffentlich No-Hit. Denn wenn man nicht getroffen wird beim Bosskampf, ist die Chance, dass so ein Dämonen- bzw. Engelsraum spawnt, höher. Aber man sollte ja generell versuchen, sich nicht treffen zu lassen, ist ja klar. Habe ich noch gar nicht gesehen, wir haben jetzt 6 blaue Herzen, das ging aber schnell. Das ging schnell, jetzt haben wir insgesamt ja schon 9 Herzen, das ist gut. Auch wenn nur 3 davon fest sind. Freut mich. Achievement Boy, was? Achievement Boy achieved? Stand das da? Na, jetzt steht das da nicht mehr, keine Ahnung. Muss ich nochmal nachgucken, Achievement Boy, kenne ich überhaupt nicht, noch nie gehabt, noch nie gesehen. Dämonenraum. Aha, das ist jetzt lustig. Einerseits können wir wieder mehr Schaden machen für 2 Herzen, für 1 Herz kriegen wir aber so einen Begleiter, der neben uns genau schießt, dahin schießt, wo wir hinschießen.
Das ist Brother Bobby. Doch allein um es zu zeigen, muss ich es mal machen. Also der fliegt jetzt so immer hinter mir her. Und schießt dann dahin, wo ich hinschieße. Ja, ganz cool. Jetzt habe ich mir das Teleport nicht geholt. Schon wieder Angst, in der Kiste zu liegen. Alter, hast du keine anderen Probleme. Auch das überspringe ich übrigens, wenn wir es schon kennen. Und nach, ich sag mal, 3-4 Runs werden wir die alle kennen. Jetzt könnte ich schon wieder ins nächste Stockwerk. Ich kann mir das Ding ja schon mal bauen. So, und wenn ich Bock habe, springe ich da später rein. Boah, jetzt wird's eng, Wollt ihr mich mal in Ruhe lassen? Ihr seht schon, wir machen ganz gut Schaden. Alter, nur schlechte, jetzt habe ich ein blaues Herz verloren. Nur schlechte Pillen hier. Gibt's im Shop was? Naja, das ist jetzt vielleicht interessant. Der Kompass. Der Kompass ist, oben links auf der Map deckt der einiges auf. Nämlich was für Räume wo sind. Es gibt auch noch ein anderes Item, das ist die Schatzkarte. Die vervollständigt das quasi nochmal. Dann sieht man auch absolut alle Räume. Bei der Schatzkarte sieht man, glaube ich, alle Räume, aber nicht, was drin ist. Und hier sieht man, wo die Sachen sind, aber nicht den genauen Weg dahin. So dürfte das ungefähr sein. Auf jeden Fall nützlich. Tears Down, ja super. Die werde ich ganz bestimmt benutzen. Doch wahrscheinlich bin ich so dumm und benutze sie aus Versehen wirklich. Schlüssel, Bombe, Goldraum und schießendes Feuer. Naja, das ist genau das, wovon ich geredet hatte, der Spelunker-Head. Oder Spelunker-Head. Auf jeden Fall der, mit dem man die Geheim- und Supergeheimräume findet. See-Through Doors. Guck genau, ob hier vielleicht was drin war, weil die, der kennt die immer nur, wenn man neu durch den Raum durchgeht. Greif an. Gut. Ich gehe jetzt mal ganz alle Räume hier zurück. Wahrscheinlich hier links oben. Okay, man hört's nur. Es wird nicht aufgemacht. Aufgemacht wird's dann wohl nur bei dem anderen Item, bei dem, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen. Und Feuer macht natürlich Schaden, genauso wie Spikes und so. Deswegen läuft man natürlich nicht rein. Hier ist der super Geheimraum. Ja genau, X-Ray Vision, das macht das dann direkt auch auf. Oh genau, das ist so ein Raum. Die gibt's hier nur wieder. Super Geheimräume haben die Chance, hier so ein paar Herzen einfach zu spawnen. Und der Hintergrund von den Wänden und sowas und der Boden, den ihr hier seht, das ist quasi der von den Leveln nach der Mutter. Also quasi, wenn ich die Mutter besiegt habe, dann ist zwar erstmal die Runde zu Ende, aber wenn ich die nächste Runde spiele, habe ich die Chance, noch 2 Level mehr zu spielen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zum Boss. Gucken, wer uns da so erwartet. Aber du stirbst vorher noch. Und ich gucke im Kampfraum. Nichts, worum es sich zu kämpfen lohnt. A small rock has appeared in the basement. Ach, und ein blaues Herz noch zu der Bombe. Oh, The Hollow. The Hollow ist, sowas wie Larry Jr. Ja, schade, Larry Jr. kennt ihr jetzt noch gar nicht. Aber The Hollow ist sowas wie Larry Jr. in einer stärkeren Form. Wenn wir Larry Jr. irgendwann mal kriegen, sage ich euch das nochmal. The Hollow läuft halt so X-Form und Larry Jr. nur so gerade. Deswegen ist der hier ein bisschen schwerer abzufassen, aber im Endeffekt auch nicht so krass schwer, obwohl er mich eben getroffen hat. Komm, du stirbst doch jetzt eh. Komm, stirb doch bitte einfach. Ich will mit der Attackfly mal was machen. Die Attackfly soll mal jetzt hier ein bisschen aufräumen. Ja, natürlich nicht, ne? Attackfly. Gut. Noch ein blaues Herz. Oh ja, und was wir jetzt hier kriegen, ist Pentagramm. Damage up.
Jetzt haben wir diesen Helm auf und diese beiden, Gott, wie das aussieht, wie so ein Wikinger mit Leuchte auf dem Helm und noch irgendwas, irgendeinem brennenden Schnur da, auch dumm. Na gut, die Höhlen 2 und er hat wieder Angst, dass er abgelehnt wird, weil ihm jemand die Hose runterzieht. Gut, auch das kennen wir schon. Gehen wir mal in den Goldraum. Und wir haben bekommen, wie heißt denn das? Holy Water, genau. Und mit Holy Water, immer wenn wir getroffen werden, wird diese Flasche hier kaputt gehen und so einen kleinen Kreis um uns rum machen, sodass alle Gegner, die da reinrennen, Schaden kriegen und gegebenenfalls sterben. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Ja, ich würde immer noch gerne wissen, was Isaacs Gabel hier macht. Und das finden wir noch raus. Das ist doof gelaufen. Ja, jetzt seht ihr hier das Wasser da. Das ist dann so ein kurzer Moment da. Und im D-Zeitraum wird alles Schaden kriegen, was da reinrennt. Geld. Gut, nur aufpassen, dass ich nicht in diesen Raum reinrenne, weil da will ich nicht hin. Aber wir könnten in den Shop nochmal. Vielleicht gibt es da wieder was Gutes. Wobei die meisten Sachen teurer als 10 Münzen sind, die gut sind. Außer nur Kompass, der war nur 7. Wenn die Zahlen im Shop rot sind, heißt das übrigens, dass die Sachen billiger als normal sind. Ach klar, natürlich springt er jetzt hier erstmal auf meine Seite rüber. Ich glaube, ich renne einfach in einem riesigen Kreis um die rum. Oder auch nicht. Okay, 2 von 4 tot. Gut. Na, wir gehen einfach mal in den Shop. Bombe, blaues Herz, rotes Herz und Steam Sale. Steam Sale macht alle Items im Shop 50% billiger. Kostet aber auch erstmal was. Ich habe aber im Moment kein Geld, also lassen wir das erstmal. Ich frage mich nur, wo die Geheimräume sind, weil normalerweise müsste ich jetzt so ein Geräusch hören, wenn die irgendwo in der Nähe sind. Aber noch war das nicht. Naja, schauen wir mal. Uns. Schauen wir doch mal nach, was da so drin ist. Wie gesagt, da können auch Items spawnen. Das muss nicht immer nur Geld sein. Oh, das ist ein Automat, den wir in die Luft sprengen, weil wir damit nichts machen können. Weil wir sonst kein Geld mehr haben und so. Na gut. Ab zum Boss jetzt endlich mal. Das ist Larry Jr. in der kleinen Version. Das ist der, den ich meinte. Die The Hollow ist da die stärkere Version von. The Bean has appeared in the basement. Okay, diese Secrets da, die verstehe ich nicht immer unbedingt. Komm, renn nochmal durch meine Attack Flyer, die macht dir ordentlich Schaden. Ja, da bin ich schön in ihn reingelaufen. Er läuft durch mein Holy Water und macht sich da auch selber kaputt. Oh fuck. Boah, was für unnötige Aktionen ich mir gerade gebe. Ich meine, ich habe noch 4.